بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben vor, zur Verteidigung des Propheten alayhi salatu wasalam eine komplette Sira-Serie zu machen. Sira bedeutet die Biografie des Propheten alayhi salatu wasalam, Friede und Segen mit ihm. Es kommt von dem arabischen Wort Sara Yasiru und die linguistische Bedeutung davon ist sozusagen umherreisen. Wir sehen zum Beispiel an vielen Stellen im Koran, dass Allah zum Beispiel sagt, Fasiru fil ardi, fanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablikum. So zieht auf der Erde umher und schaut, wie das Ende derer war, die vor euch waren. Das heißt umherziehen. Das heißt, wenn wir von diesem Wort reden, von dem Wort Sira, dann ist das sozusagen die Reise, die ein Mensch in seinem Leben zurückgelegt hat. Von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Wenn man das Wort Sira heute hört, dann denkt man sofort im Arabisch, dann denkt jeder Araber sofort an die Biografie des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Obwohl es auch die Sira von Abu Bakr gibt, die Sira von Omar, die Sira von jedem Menschen, kann es eine Biografie geben. Aber wenn man dieses Wort alleine hört, dann wird es sofort mit der Sira, mit dem Lebenslauf und der Biografie des Propheten, Friede und Segen mit ihm, verbunden. Und bevor man eine Sache studiert, sollte man sich erstmal fragen, warum man diese Sache studiert. Das ist unheimlich wichtig. Und übrigens, wenn die Biografie des Propheten a.s. besprochen wird, dann ist es so, dass man nicht mit der Geburt des Propheten anfängt und mit seinem Tod aufhört, wie es normalerweise bei anderen Leben üblich ist, sondern man fängt schon, weil das Leben des Propheten so wichtig ist für einen Muslim, mit der Zeit vor seiner Geburt an. In den meisten Fällen geht man sogar zurück bis zu Ibrahim a.s., Abraham auf Deutsch, ja, der große Prophet, der in Mekka gewesen ist mit seiner Frau Hajar und mit seinem Sohn Ismail und der die Kaaba, der heutige Ort, wo die Menschen hinpilgern, das heißt für die Nichtmuslime, die das nicht kennen, dieses schwarze Haus, was dort steht, das ist das erste Haus, was aufgebaut wurde auf der ganzen Welt, um dem allmächtigen Gott zu dienen, um ihn anzubeten. Man soll nicht denken, dass die Muslime die Kaaba anbeten. Wir beten die Kaaba nicht an. Die Kaaba selber kann einem nicht helfen, in keinster Weise. Das Einzige, was einem helfen kann, ist die gute Tat, die man macht für Allah subhanahu wa ta'ala, für den allmächtigen Gott. Auf jeden Fall, man geht meistens bis zur Zeit des Propheten Ibrahim a.s. zurück und meistens behandeln die Bücher, die über die Biografie des Propheten sprechen, die gehen auch über den Tod des Propheten hinaus, was genau nach seinem Tod passiert ist, wer seine Nachfolger gewesen sind. So. Und jeder Muslim und jeder Nicht-Muslim sollte sich fragen, warum möchte ich mich mit dem Leben des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm beschäftigen. Erstmal, weil wir eine reine Absicht bei jeder Tat haben müssen, aber auch um uns zu motivieren. Erstmal für die Muslime ganz klar, der wichtigste Grund, oder was heißt der wichtigste Grund, einer der wichtigen Gründe ist, um ihm zu folgen. Allah sagt in Surah 33, Vers 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon ein wunderschönes Beispiel. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Für diejenigen, die auf Allah hoffen und auf den jüngsten Tag. Für die ist das das beste Beispiel. Der Prophet ist das beste Beispiel für jeden Gläubigen. Und um ihm zu folgen,
muss ich ihn kennen. Und wenn ich ihn kennenlernen will, muss ich seine Biografie studieren. Da kann ich nicht einfach, das werde ich nicht lernen, indem ich gute Zeiten, schlechte Zeiten schaue, sondern ich muss sein Leben studieren. So, das ist der erste Grund. Der zweite Grund, der ganz wichtig ist, warum man die Sira studieren soll, als Gläubiger, als Muslim, ist, um die Liebe zu ihm zu verstärken. Und jeder, der die Sira des Propheten mit uns durchgeht, der wird das spüren. Umso mehr er den Propheten Mohammed, Friede und Segen, mit ihm kennenlernt, umso mehr wird er ihn lieben. Umso mehr er ihn kennenlernt, umso mehr wird er ihn lieben. Warum? Weil er das beste Beispiel ist. Und es ist leider sehr traurig, dass heutzutage die Muslime sehr wenig Wissen haben über ihn eigentlich. Das Wissen über den Propheten Mohammed ist in der islamischen Umma sehr beschränkt. Man kennt meistens immer nur 1, 2, 3 Szenen. Und trotzdem ist die Liebe vorhanden, obwohl das Wissen so gering ist. Ja? Man macht zum Beispiel manchmal bestimmte Dinge, die der Prophet getan hat, zum Beispiel in der Dawah, im Aufruf zum Islam, wenn man Menschen zum Islam aufruft und sagt, warnt die Menschen vor der Hölle, dann kommen dann Leute und sagen, hat der Prophet das so gemacht? Ja, selbstverständlich hat er das so gemacht. Andauernd hat er das so gemacht. Er ist andauernd, er hat sein Leben dafür geopfert, die Menschen zu Allah zu rufen, weil er Angst um ihre Seelen hatte. Aber diese Seite des Propheten kennen sie nicht. Die mutige Seite des Propheten. Das war eine seiner starken Eigenschaften, dass er besonders mutig war. Wenn man den Durchschnittsmuslim auf der Straße fragt, nenn mir mal eine Szene, wo der Prophet Friede und Segen mit ihm Mut gezeigt hat. Meistens kann er dir keine Szene nennen. Deswegen musst du die Zira studieren. Denn umso mehr du sie studierst, umso mehr wirst du ihn lieben. Und die Liebe ist gefragt. Die Liebe ist die Seele des Glaubens, die Seele des Islams. Die Liebe zu Allah und dann die Liebe zum Propheten, alayhi salatu wassalam, Friede und Segen mit ihm. Das ist die Seele des Islams. Und leider kommt das bei vielen Muslimen viel zu kurz. Und deswegen können sie den Islam auch nicht richtig praktizieren. Wie will man den Islam richtig praktizieren, wenn der wichtigste Motor, nämlich die Liebe, nicht vorhanden ist? Oder wenn die zu mangelhaft vorhanden ist? Subhanallah, der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, ist der Mensch, der am meisten gelobt wird. Und sein Name heißt auch Mohammed, das heißt der, der gelobt wird. Das kommt von der Wortwurzel Ha, Mim, Dal, was Hamd heißt. Und Hamd ist ein Lob mit Liebe. Und heute und sieht man, dass es keine Sekunde gibt, die vergeht, wo der Prophet Mohammed a.s. nicht gelobt wird. Das ist Qadr von Allah, das ist die Vorherbestimmung von Allah. Denn in jeder Sekunde gibt es irgendwo auf der Welt ein Minaret, von dem sein Name ertönt. Wo ein Muezzin, ein Gebetsrufer, ruft, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Und danach wird es immer Gläubige geben, die für ihn Dua machen. Denn da gibt es eine besondere Dua. Allahumma rabba hadhi da'wati tama wa salati al-qa'ima aati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan al-ladhi wa'ta. Subhanallah. Überall. Und bei manchen wird noch hinzugefügt, innaka la tukriful mi'ad, aber diese Hinzufügung, da wird gezweifelt, ob die authentisch ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, das ist das, was man sieht. Und wir sehen das auch in den Leben seiner Gefährten, zum Beispiel Amr ibn As. Amr ibn As war einer der großen Feinde des Propheten. Erst circa 20 Jahre, nachdem der Prophet entsandt wurde, Friede und Segen mit ihm, hat Amr ibn As den Islam angenommen. Und er hat später, kurz vor seinem Tod, gesagt, es gab eine Zeit, wo ich keinen Menschen mehr gehasst habe als Mohammed. Friede und Segen mit ihm. Und dann hat er den Islam angenommen, hat ihn immer mehr kennengelernt und er hat gesagt, dann habe ich ihn so geliebt, dass ich so eine Ehrfurcht vor ihm hatte, dass ich ihn heute noch nicht mal beschreiben könnte. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte hiermit etwas sagen für die Nicht-Muslime, die sich diese Serie anschauen.
Glaubt mir eins. Macht euer Herz nochmal auf. Macht euer Herz nochmal auf und seid ganz objektiv. Und leert, bei dieser, leert erstmal euer Glas aus und stellt euer Glas nochmal hin. Stellt euer Glas nicht auf den Kopf, sondern stellt das Glas so ein, so hin, dass wir Informationen hineinschütten können. Macht euer Glas nochmal leer. Mit den ganzen Fehlinformationen, die ihr habt. Oder vielleicht mit den Informationen, die ihr habt, die richtig sind, die aber ohne Kontext genannt wurden und ohne Erklärung. Und ich möchte hier eins betonen. Wir sind stolz auf unseren Propheten. Wir lieben unseren Propheten, Frieden und Segen mit ihm. Und bei uns wird nichts verheimlicht. Es gibt keinen Grund, etwas zu verheimlichen. Ja, wir sind nicht von der Schleimspurzieher-Fraktion, ja? Die irgendwie sich für irgendeine Sache schämen, die der Prophet Frieden und Segen mit ihm gemacht hat. Wir schämen uns für keine Schlacht, die geschlagen wurde, und wir schämen uns für keine Heirat, die gemacht wurde. Denn wenn man genau in diese Sachen hineinschaut, wird man sehen, dass es in jeder Sache, die uns auf den ersten Blick vielleicht kritisch erscheint im Leben des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, eine gewaltige Weisheit gibt, die uns beweist, dass er ein wahrhaftiger Prophet war. Das heißt, es soll die Liebe verstärken. Und die Liebe ist gefragt. Der Prophet Friede und Segen mit ihm sagte, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Keiner von euch ist eher gläubig, bis er mich nicht mehr liebt als seinen Vater und seinen Sohn und alle Menschen. Und diese Liebe, wo soll die sich vor allen Dingen äußern? Die soll sich vor allen Dingen daran äußern, dass wir ihm folgen. Nicht, dass wir am Grab von ihm weinen. Ist nicht schlimm, wenn man am Grab von ihm weint. Ist nicht verboten. Man kann auch das Grab besuchen, im Gegensatz zu dem, was einige von uns behaupten. Das ist eine Lüge. Ich war selber schon am Grab des Propheten, alayhi salatu wassalam. Aber wir dürfen das Grab nicht anbieten. Mohammed ist ein Prophet. Und er hat gesagt, La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, innama an abdun, faqulu abdullahi wa rasulu. Übertreibt in eurem Lob zu mir nicht so, wie die Christen in ihrem Lob zum Sohn der Maria, das heißt Jesus, alayhi salam, übertrieben haben. Ich bin nur ein Diener. Ich bin nur ein Diener. Guck dir die Bescheidenheit an des Propheten. So sagt, Diener Allahs und sein Gesandter. Was will der Prophet Frieden und Segen hiermit sagen? Er will hiermit sagen, betet mich nicht an. Übertreibt nicht in eurem Lob zu mir. Denn ich bin nichts gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und leider gibt es heute einige Muslime, die denken, die Liebe würde sich daran ausdrücken, ja, indem man am Grab weint, aber ihm sonst nicht folgt. Und dann bei einigen sogar, die sich dem Islam zuschreiben, führt es dazu, dass man Dinge machte, die Schirk sind. Den Propheten anzubeten, ist Schirk. Und eine Dua ist eine Art der Anbetung. Und ein Sujud ist eine Art der Anbetung. Und Tawaf ist eine Art der Anbetung. Und deswegen, liebe Geschwister, wollen wir die wahre Botschaft des Propheten verbreiten und verteidigen. Und zeigen, damit die Umma wieder zurückkommt zu ihrer Stellung, zu ihrer festen Stellung auf der Erde. Wann haben die Muslime kurz das erste Mal verloren? Wann haben sie das erste Mal verloren? Als die Fatimiden, eine Gruppe von Batinier, von Zanadika, ihre Akida verbreitet haben und in Ägypten und Teilen von Scham und Teilen von Hijaz regiert haben, bis Salahuddin Ayyubi kam und erstmal die Sunna wieder in diese Länder zurückgebracht hat und dann kam kurz zurück zu den Muslimen. Wann haben die Muslime das zweite Mal Palästina verloren? Ja, als die Säkularisten, als der Nationalismus in die arabischen Länder Einzug gewonnen hat und der Laizismus. Und deswegen, der erste Schritt ist, dass wir den Propheten richtig kennenlernen und ihm richtig folgen und unsere Akida korrigieren und uns anschauen, was hat der Prophet alaihi salatu wasalam gelehrt? Was hat er gelehrt? Wenn du den Propheten liebst,
dann nützt es nichts, etwas zu tun, was er verabscheut hat, wogegen er gesprochen hat, sondern tue das, was er gelehrt hat. Das ist das beste Zeichen der Liebe. Heulen kann jeder. Ja. Und es ist wirklich Wahnsinn, dass man sieht, dass genauso wie das heute bei Christen ist, die sagen, sie lieben Jesus und gleichzeitig beten sie Jesus an. Jesus wird ein Feind von denen sein am jüngsten Tag, die ihn angebetet haben. Und genauso wird der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, ein Feind von denjenigen sein, die ihn angebetet haben. Aber diejenigen, die ihm gefolgt sind, die seinem Beispiel gefolgt sind, die seinen Tauhid verstanden haben, diesen Ein-Gott-Glaube, den Monotheismus, den er gebracht hat, das werden diejenigen sein, die Erfolg haben. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, deren letztes Wort in dieser Welt La ilaha illallah ist. Das verstärkt also die Liebe. Das andere ist, wenn man die Sira studiert als Muslim, ist es auch ein Zeichen der Liebe. Denn wenn du jemanden kennst oder wenn du jemanden liebst, dann möchtest du mehr über ihn erfahren. Guck dir mal an, wie viele Fußballfans es gibt. Es gibt so viele Fußballfans, die beschäftigen sich mit ihrem Verein. Die wissen die Geschichte des Vereins, die wissen, wer die Spieler sind. Die lieben diesen Verein und deswegen lernen die etwas über diesen Verein. Die freuen sich, etwas über diesen Verein zu erfahren. Die identifizieren sich damit. Deswegen, wenn du jetzt mit uns die Sira durchgehen willst, das heißt die Biografie des Propheten lernen willst, das ist ein gutes Zeichen für dich. Weil das ist inshallah ein Zeichen, dass du den Propheten liebst. Und der Prophet a.s. hat gesagt, man wird im Jenseits mit denen sein, die man liebt. Möge Allah unsere Liebe zum Propheten a.s. verstärken. Und möge Allah unsere Liebe zu Allah verstärken. Der nächste Schritt ist, die Sira zu studieren, die Biografie des Propheten zu studieren, ist der Weg des Salaf. Wer sind die Salaf? Die Salaf sind die ersten drei Generationen vor allen Dingen, die den Islam pur und rein bekommen haben. Und deswegen sagen wir wollen in unserem Verständnis von der Religion zurückkehren zu den Salaf. Das heißt, die Sahaba und deren Schüler und die Schüler deren Schüler. Warum? Weil die Sahaba hatten den besten Lehrer und den besten Lehrplan. Und deswegen lobt Allah sie im Koran. Er sagt im Koran in Surah 9, Vers 100, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. Die Vorausgeeilten von den Muhajirun. Wer sind die Muhajirun? Das sind die Auswanderer, beziehungsweise diejenigen, die in Medina eingewandert sind, vor allen Dingen aus Mekka. Und die Ansar. Wer sind die Ansar? Das sind die Bewohner von Medina, die den Islam angenommen haben. Und Ansar heißt Helfer. Und die dem Propheten a.s. geholfen haben, als es so eng für ihn geworden ist in Mekka. Und er auswandern musste und sich 3 Tage in der Höhle verstecken musste, weil sie ihn töten wollten. Ja. Also die Vorausgeeilten von den Muhajirun, den Auswanderern und den Ansar, das heißt den Bewohnern von Medina, die den Islam angenommen haben. Und diejenigen, die ihnen im guten Handeln folgen. Das heißt, wir müssen diesen Menschen folgen. Wir müssen den Muhajirun und den Ansar folgen. Warum? Sie hatten den besten Lehrer und den besten Lehrplan. Ja? Was ist, wird mit denen sein? Radiallahu anhum wa raduan. Allah wird mit ihnen zufrieden sein, sie sind mit Allah zufrieden. So. Und der Weg der Salaf war gewesen, dass sie einen Lehrplan hatten, der aus 2 Dingen bestand. Was? Ali ibn Hussein ibn Ali. Urenkel des Propheten, a.s. Ali ibn Hussein ibn Ali sagt, wir haben die Sira, die Biografie des Propheten, so gelernt, wie wir den Koran gelernt haben. Das heißt, das war der Lehrplan gewesen. Koran und Sira. Daran muss man sich festhalten, liebe Geschwister. Und glaub mir eins, das wird dich so stärken. Das wird dich so stärken, inshallah. Und wir haben es schon des Öfteren erlebt. Deswegen lass uns den Salaf folgen. Nicht nur den Salaf folgen im Aussehen, dass wir die Hose kürzen. Wichtig ist, das Bewusstsein zu haben, wie die Salaf.
Das waren mutige Leute, das waren Leute, ach, die konntest du, weil sie den besten Lehrplan und den besten Lehrer hatten, die konntest du irgendwo rauslassen auf der Welt, selbst in der Antarktis, und die hätten inshallah etwas bewegt. Ja. Weil das der beste Lehrplan war. So, die nächste Sache ist, die Sira ist in gewissem Sinne eine Erklärung des Korans. Braucht der Koran eine Erklärung? Der Koran hat bestimmte Dinge. Die Grundbotschaft, dass es einen Gott gibt, dass man einen Gott alleine anbeten muss, etc., bestimmte Pflichten, die sind direkt für jeden ersichtlich, der den Koran liest, selbst wenn er mit dem Islam absolut nichts zu tun hat. Aber es gibt natürlich gewisse Feinheiten und gewisse tiefere Verständnisse, wofür man eine Erklärung braucht. Und diese Erklärung ist der Prophet selber. Und das sagt der Koran. Ja? Weil einige wollen damit das so darstellen. Es gibt heute so eine Gruppe, die nennen sich Koraniyun. Dabei leugnen die eigentlich den Koran. Weil der Koran sagt dir, du musst dem Propheten folgen. Ja? So, die wollen das so darstellen, als wenn das eine Schande wäre für den Koran, wenn wir sagen würden, der Koran braucht eine Erklärung. Das wäre eine Schande für den Koran, wenn Allah dies nicht beabsichtigt hätte. Aber Allah hat das beabsichtigt, dass der Koran kam mit einem Lehrer. Sonst hätte er den Koran auch einfach vom Himmel herabfallen lassen können und auf dem Berg landen können oder den einfach verbreiten können irgendwie, dass der vom Himmel fällt. Aber Allah wollte, dass der Koran kommt mit einem Lehrer, der zu bestimmten Ereignissen bestimmte Offenbarungen bekommt, das nennt sich Esbabu Nuzul, Gründe der Herabsendung, damit uns bestimmte Dinge deutlicher werden. Und deswegen sagt Allah im Koran, in Sure 16, Vers 44, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنْ نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung, das heißt den Koran herabgesandt, damit du den Menschen verdeutlichst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Das heißt, wenn heute jemand sagt, diese Verdeutlichung des Propheten brauchen wir nicht, gar nicht, die gibt es nicht, da darf man nicht drauf hören, das ist Schirk, darauf zu hören, dann leugnet er den Koran. Und da gibt es tatsächlich Leute, die erzählen so einen Blödsinn. Ja, die erzählen, an den Weg des Propheten zu glauben, sei eine Art des Schirks. Das ist totaler Quatsch. Ja, wir sagen der Koran, ja, es gibt hier bestimmte Dinge, die sind klar für jeden, klar und deutlich, der den Koran das erste Mal liest. Aber um ein tieferes Verständnis zu bekommen, ja, schaut man sich an, was der Prophet a.s.w. beigebracht hat und in welchem Zusammenhang ein Vers herabgesandt wurde. Und ich erkläre das mal ganz kurz. Zum Beispiel gibt es Verse im Koran, und das können wir dann auch die sogenannten Koraniten fragen. Es gibt Verse im Koran, wo dazu aufgerufen wird, zu kämpfen. Und es gibt Verse im Koran, wo dazu aufgerufen wird, die Widersacher freundlich zu behandeln. Keine einzige Sura im Koran fängt an mit Hadi Sura Mekkiya wa Hadi Sura Medaniya. Dies ist eine mekkanische Sura und dies ist eine medinesische Sura. Aber seltsamerweise, die sogenannten Koraniten, die sagen dann in ihrer Erklärung, dieser Vers wurde in Mekka herabgesandt, dieser in Medina. Ja, woher weißt du das? Weil du zum Leben des Propheten zurückkehrst. Das heißt, zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Ereignissen wurden bestimmte Dinge herabgesandt. Ich gebe mal ein Beispiel. Man sieht zum Beispiel Sure 3. Das ist die Sure der Ali Imran. Vieles davon, vor allem das Ende, wurde herabgesandt in Verbindung mit der Schlacht von Uhud. In Verbindung mit der Schlacht von Uhud. Wenn du diese Verse liest und weißt, was in der Schlacht von Uhud passiert ist, hast du ein ganz anderes und tiefgründigeres und viel, viel stärkeres Verständnis von den Versen, die herabgesandt wurden, als wenn du das einfach so liest, ohne das zu wissen. Ja, nochmal, der Koran bringt dir auch was, wenn du das ohne diese Erklärung liest, ganz klar. Aber um noch tiefer, um noch fester, um noch stärker zu werden, ja, zum Beispiel sagt Allah dort,
In yamsaskum karhun faqad massal qawm karhum qawm karhum mithlu wa tilka al-ayyam nudawwiluha bayna an-nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Da sagt Allah, wenn euch eine Wunde getroffen hat, so hat dieses Volk, das Volk, also damit sind die Quraysh gemeint, schon vorher eine Wunde getroffen. Und diese Tage des wechselnden Gewinns und Verlustes, den wechseln wir zwischen den Menschen ab, um sie auf die Probe zu stellen, damit Allah die in Kenntnis macht, die gläubig sind und von euch Märtyrer nimmt. Wenn du die Geschichte der Schlacht kennst, in welchem Zusammenhang das passiert ist, dass die Quraysh im Ramadan, im zweiten Jahr nach der Auswanderung, in Badr verloren haben und dann im Shawwal des dritten Jahres in Uhud gewonnen haben, mehr oder weniger, dann verstehst du, was ist hier mit Wunde gemeint. Das eine, damit ist die Wunde gemeint, die das Volk, das heißt die Quraysh im Badr hatten, und das andere, damit ist die Wunde gemeint, die Muslime jetzt in Uhud hatten. Ja. Dann siehst du zum Beispiel die Sure 9. Vieles davon wurde in Verbindung mit der Schlacht von Tabuk herabgesandt. Die Sure 8, vieles davon wurde in Verbindung mit der Schlacht von Badr herabgesandt. Die Sure 33, vieles davon wurde in Verbindung mit der Schlacht von Khandak herabgesandt. Okay? So. Das heißt, es ist ein Tafsir, um ein noch stärkeres Verständnis zu bekommen. Dann, Hoffnung verstärken. Wenn du die Sira liest und siehst, dass der Prophet so klein war, so keine Chance hatte und am Ende kam trotzdem der Sieg, kam die Hoffnung, dann wird dir das noch mehr Stärke geben. Nächster Punkt, es ist ein Beweis für das Prophetentum. Ibn Hazm sagt, wenn es keinen anderen Beweis für das Prophetentum geben würde, als die Sira, so würde sie reichen. Und deswegen die Orientalisten heutzutage, die sagen, zum Beispiel Rudi Parat in Mohammed und der Koran, die sagen, dass Mohammed ein durch und durch gläubiger Mensch war, der an seine Botschaft geglaubt hat. Die wollten ihn widerlegen, aber sie konnten es nicht. Und deswegen versuchen sie heute, kommen sie mit einem neuen Schwachsinn und wollen erzählen, den Propheten gab es gar nicht. Damit kommt zum Beispiel Hans Jansen aus Holland, ein neuer sogenannter Islamwissenschaftler. Dann, wie baut man eine Umma? Wie baut man eine Umma auf? Welche Schritte ist der Prophet gegangen, um diese Umma nach vorne zu bringen? Denn wenn wir das schaffen wollen, müssen wir uns ein Beispiel an ihm nehmen. Denn im Gesandten Allahs haben wir das beste Beispiel. Das zehnte ist die Verteidigung des Propheten. Ja? Das zehnte ist die Verteidigung des Propheten. Dass wir bestimmte Dinge, die kritisiert werden, verteidigen können. Und ich sage nochmal, wer die Sira objektiv sich anschaut, von Nichtmuslimen, der wird den Islam inshallah annehmen. Und von den Muslimen, er wird seine Liebe zum Propheten verstärken. Und der zehnte Grund, um die Sira zu studieren, ist, weil es Spaß macht. Das hört sich jetzt blöd an. Aber ich sage euch eins. Wir beschäftigen uns heute mit so vielen Sachen. Viele Jugendliche gehen in die Irre, weil sie wollen Spaß haben. Sie wollen Spaß haben, aber welche Alternative geben wir ihnen? Wir haben keine Alternative. Gib ihm eine Alternative. Lerne den Kindern und den Jugendlichen etwas über den besten Menschen, der die Welt betreten hat. Den Propheten Mohammed a.s. Dann hast du zwei, da hast du ihm Abwechslung gegeben. Du hast ihm Spaß präsentiert und gleichzeitig lehrst du ihn etwas, dass sein Herz für den Islam schlagen lässt. Das ist meine Botschaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sira studieren lassen mit Aufrichtigkeit für ihn und den Propheten Frieden und Segen mit ihm verteidigen lassen und lernt den Propheten zu verteidigen. Liebe Geschwister im Islam und alle Nicht-Muslime sind recht herzlich willkommen zu dieser Serie. ستمان النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات.